Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo. 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 Hallo.
Ein Almosen, bitte. Wenn du ein Almosen willst, kannst du in meine Dienste treten. Komm mit. Hier, meine Hand. Mit ihr schenke ich euch mein Herz. Na los, zier dich nicht. Gib ihm deine Hand, so seid ihr verlobt und dann rasch geheiratet. Hier, mein lieber Silvio. Ich will eure Frau werden. Und ich will euer Mann sein. So, das wäre geschafft. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Feine Sache. Ich hätte selbst die allergrößte Lust dazu. Ihr beide, ihr seid Zeugen dieser Verlobung zwischen meiner Tochter Clarice und Herrn... Silvio. Silvio, dem würdigen Sohne unseres verehrten Dottore Lombardi. Ja, mein Herr, und ich danke schön für die Ehre, die Sie mir damit erweisen. Ich möchte mit dir drüben, aber man sagt allgemein, dass man nirgends so gut ist wie bei mir. Keinen Dank. Wir mögen die Dinge viel lieber ohne Geschrei und ohne Aufwand. Lasst uns miteinander freuen und niemand soll uns dabei stören. Was meint ihr, meine Kinder? Ist es so recht, Herr Dottore? Ich will nichts anderes als mit meiner lieben Braut zusammen sein. Mein Sohn will nicht hoch hinaus. Er liebt eure Tochter und nach dem Übrigen fragt er nicht. Da kann man wohl zum ersten Mal mit Recht sagen, hier hat der Himmel seine Hand im Spiel gehabt. Ja. Wäre nämlich mein Turiner Geschäftsfreund, Herr Federico Rasponi, dem ich meine Tochter Clarice versprochen hatte, nicht gestorben, dann hätte euer lieber Sohn sie nicht bekommen. Ja, wirklich, ich bin vom Glück begünstigt. Nur weiß ich nicht, ob Clarice dasselbe denkt. Mein lieber Silvio, ihr wisst doch, dass ich euch liebe. Freilich, um meinem Vater zu gehorchen, hätte ich auch jenen Turiner geheiratet. Aber mein Herz gehörte immer euch. Dieser Federico Rasponi ist tot? Der arme Kerl, man hat ihn nachts ermordet. Was? Wegen seiner Schwester. Na? Genaues weiß ich nicht. Jedenfalls, er starb auf der Stelle. Juventus non habet Virtus. Wie? In Turin? Exitus! Ja, in Turin. Mein Gott, der gute Mensch, er tut mir leid. Was? Ihr kanntet ihn? Aber natürlich, ich hab ihn kennt. Bevor ich nämlich da mein Wirtshaus aufgemacht habe, war ich doch 3 Jahre in Turin, wo er täglich mein Gast war. Na, seine Schwester habe ich auch gekannt. Ein mutiges Mädel. Sie trug oft Männerkleidung und ritt zu Pferde. Ihr Bruder liebt es über alles, wie schnell das doch manches Mal geht. Smeraldina, ja. Sieh nach, wer das ist. Sofort. Mit eurer gütigen Erlaubnis. Einen Augenblick, wir gehen ja gleich dann alle zusammen. Herr, draußen steht der Diener eines Fremden. So, ja, und was will er? Mir hat er nichts sagen wollen. Er will den Hausherrn persönlich sprechen. Also hören wir, was er will. Wohin? Ich weiß nicht. In mein Zimmer. Nein, Clarice. Nein, du bleibst. Es ist mir gar nicht lieb, die Brautleute jetzt schon allein zu lassen. Sehr richtig, sehr klug. Allen anwesenden Herrschaften meine ergebenste Referenz. Nein, was für eine schöne Gesellschaft. Welch erlesene Runde. Wer bist du? Was willst du? Wer ist denn diese reizende Signora? Das ist meine Tochter Clarice. Was geht dich das an? Ich wünsche euch viel Freude mit ihr. Ja, und Braut ist sie auch. Ist dieser Mensch verrückt? Und wer seid ihr? Ich bin ihr Kammermädchen. Oh, gratuliere. Nun ist aber genug. Wer bist du? Was willst du? Wer hat dich geschickt? Gemach, gemach und nicht so aufgeregt. 3 Fragen auf einmal, das ist zu viel für einen armen Kerl wie mich. Ist dieser Mensch ein Trottel? Seid ihr schon verlobt? Oh nein. Willst du mir endlich sagen, wer du bist? Ich bin der Diener meines Herrn.
Ich bin auch noch nicht verlobt. Und wer ist dein Herr? Ein Fremder, der euch besuchen will. Über die bewusste Angelegenheit müssen wir sprechen. Und wer ist dieser Fremde? Wie heißt er? Was will er von mir? Mein Herr ist der Herr Federigo Rasponi aus Turin. Ja. Er lässt euch seine Referenz entbieten, er ist extra deswegen hierher gekommen. Er steht unten, er lässt euch das ausrichten und er wartet darauf, dass ich ihm eine Antwort bringe. Seid ihr jetzt zufrieden oder wollt ihr noch mehr wissen? Mhm. Kommen wir auf unser Thema zurück. Wer ist dein Herr? Ja! Und wenn ihr wissen wollt, wer ich bin Truffaldino Batocchio aus Bergamo. Ich will nicht wissen, wer du bist, ich will wissen, wer dein Herr ist. Ich fürchte, ich habe mich da verhört. Ach so, er ist schwerhörig. Mein Herr ist der Herr Federigo Rasponi aus Turin. Scher dich, du Teufel, du bist verrückt. Herr Federigo Rasponi aus Turin ist tot. Tot? Natürlich tot. Schade um ihn. Ich habe ihn doch unten lebendig stehen lassen. Im Ernst, er ist tot? Wie ich dir sage, er ist tot. Jawohl, das ist die Wahrheit. Er ist tot. Und daran ist nicht zu rütteln. Mein armer Herr, bestimmt ist ihm was passiert. Ich muss nachschauen, ob das stimmt. Mit eurer gütigen Erlaubnis. Sonst willst du nichts von mir. Na, wenn er tot ist, ist nichts mehr nötig. Was soll man denn davon halten? Ist dieser Mensch ein Gauner? Oder ist das ein Dummkopf? Ich würde sagen, er hat etwas von dem einen und er hat auch etwas von dem anderen. Aber ich halte ihn eher für einen Einfallspinsel. Mir gefällt er. Ich muss mich doch sehr über die Herrschaften wundern. So behandelt man nicht arme, ehrliche Kerle. So täuscht man nicht Fremde. So benehmen sich Ehrenmänner nicht. Ich verlange Genugtuung. Er ist verrückt. Hat ihr mir nicht gesagt, dass Herr Federigo Rasponi tot ist? Na und? Na und, na und. Er ist hier. Lebendig, gesund, bei Verstand und geistreich, wie immer. Und er möchte euch seine Aufwartung machen, wenn's euch recht ist. Der Herr Federigo. Der Herr Federigo. Rasponi. Rasponi. Aus Turin. Aus Turin. Scher dich ins Irrenhaus, mein lieber Freund. Du bist verrückt. Der Teufel soll euch holen. Was? Ich hau dir runter! Nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch! Nicht doch, Herr Pantalone! Herr Pantalone! Er soll lieber diesen jemand hier bringen, von dem er glaubt, dass er Federico Rasponi sei! Also gut. Lass diesen wiederauferstandenen Toten hereinkommen. Dass er tot war und wieder auferstanden ist, kann schon sein. Dagegen habe ich auch nichts. Aber jetzt ist er lebendig. Und das werdet ihr mit eigenen Augen sehen. Wir müssen unbedingt noch miteinander reden. Worüber? Wenn ihr wollt. Silvio! Ich zittere am ganzen Körper. Komme, was wolle. In jedem Fall wäret ihr die meine. Dahinter steckt ein Betrug. Ich hab den Federico Rasponi kennt. Ist der das wirklich? Dann merke ich das schon. Pantalone di Bisognoso.
Die Höflichkeit, die ich in euren Briefen bewunderte, entspricht keineswegs der Behandlung, die ihr mir persönlich zuteil werden lasst. Ich schicke euch meinen Diener. Ich lasse mich melden und ihr lasst mich unten warten. Und geruht erst nach einer halben Stunde, mich hereinzubitten. Entschuldigen Sie, wer sind Sie denn, mein Herr? Federico Rasponi aus Turin. Wenn ihr gestattet. Ja, das ist doch nicht der Federico, das ist doch die Beatrice, seine Schwester. Das wundert mich aber. Ich freue mich, euch gesund und lebendig hier sitzen zu sehen, obwohl wir böse Kunde erhalten hatten. Ja, ich weiß. Man behauptet, dass ich im Duell gefallen sei. Ich war aber nur verwundet und kaum war ich wiederhergestellt und dann nahm ich sofort diese Reise nach Venedig, die schon lange mit euch abgesprochen war. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr werdet verstehen, dass ich bestimmte Beweise... Hier sind vier Briefe von euren Geschäftsfreunden. Einer ist von unserem Bankvorsteher. Ja, prüft die Unterschriften, um bestätigen, wer ich bin. Silvio, wir sind verloren. Mein Leben will ich verlieren. Euch nicht. Rigella, mein Freund, ich glaube, wir kennen uns. Ja. Ja, mein Lieber, was macht ihr denn in Venedig? Ich mache hier den Gastwirt zu dienen. Und wenn es bei mir absteigt, so stehe ich für beste Bedienung. Ja, das trifft sich gut. Ich will natürlich in eurem Gasthof wohnen. Es ist meine Ehre. Da diese Briefe an den Herrn Rasponi sind, muss man wohl glauben, dass ihr seid, was diese Briefe sagen. Nego consequentiam. Wie? Nego consequentiam. Was? Ich bestreite das. Das folgt nicht daraus. Wenn noch irgendein Zweifel besteht, so steht hier Meister Brighella. Er kennt mich und kann bezeugen, dass ich es bin. Aber selbstverständlich, ich bezeuge alles. Ja, wenn das so ist, dann bitte ich vielmals um Verzeihung. Eins, zwei, dass ich gezweifelt habe. Ich Unglückliche, was wird nun aus uns beiden? Ihr seid die meine und ich werde euch verteidigen. Mortus ex sepulchris, resurgere est malum dico. Dico? Dico. Ich habe gesagt, es ist ein Unglück, wenn die Toten aus den Gräbern steigen. Wer ist denn dieser reizende Signora? Das ist meine Tochter Clarice. Hat die mir zur Frau bestimmt? Nein, ja, nein. Eben die. Was nein. Sagt ihr nun, verehrter Herr Dottore? Er ist noch zur rechten Zeit gekommen. Akzeptet in puncto quod non contingit in anno. Anno? Anno. Erlaubt mir, euch meine Ehrerbietung auszusprechen. Eure ergebene Dienerin. Sie empfängt mich aber recht kühl. Oh, sie ist von Natur aus schüchtern. Und der Herr daneben ist vermutlich ein Verwandter. Ja. 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 Das ist ein Neffe. Aha. Nein, ich bin keineswegs ein Neffe. Ich bin der Bräutigam von der Braut. Was? Das ist der Bräutigam Warum meiner Braut? Du musst den Mut nicht senken. Da war sie nicht mir versprochen. Nein. Die traurige Nachricht von eurem Tode galt als sicher. Ja. Und so habe ich meine Tochter Clarice dem Herrn Silvio gegeben. Ja. Aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ihr seid hier noch rechtzeitig gekommen. Ja. Wenn nein. ihr meine Clarice noch wollt, dann gehört sie euch. Ich halte mein Versprechen. Herr Silvio, was soll ich denn sonst noch sagen? Ihr seht doch selbst. Ich sage das für die Bräute. Aber Herr Rasponi wird kaum eine Frau heiraten wollen, die... Ihre Hand bereits einem anderen gegeben hat. Oh, ich bin da nicht empfindlich. Ich nehme sie trotzdem. Kommt sie nicht, mein Sohn! Mein Herr, ihr seid zu spät gekommen. Wer Clarice haben will, muss mich vorher mit dem Degen befriedigen. Auf diese Weise möchte ich eigentlich nicht umkommen. Sie werden nicht immer wieder lebendig werden. Mein Herr, das Gesetz sagt klar und deutlich, prior in tempore, potior in jure. Wie? Wer zuerst kommt,
Mate erst. Was? Sine connubio, nullum commercio. Wie? Ohne Heirat kein Geschäft. Dottore! Dottore Lombardi! Und ihr, schöne Clarice, sagt gar nichts dazu? Wenn mein Vater mich mit Gewalt zu dieser Heirat zwingt, dann bekommt ihr wohl meine Hand, aber nie mein Herz. Meine Liebe wird euch besänftigen. Ich werde euch ewig verabscheuen! Was? Was hast du da gesagt? Du! Du Schamiose! Der war vielleicht ja vor an Fräulein Beatrice. Stimmt. Um Himmels Willen, verratet mich nicht. Mein armer Bruder ist. Mein armer Bruder ist tot. Ihr erinnert euch sicher noch, dass Florindo Aretusi mich liebte und dass mein Bruder das nicht wollte. Die beiden gerieten aneinander, weiß ich wie. Federigo fiel. Und Florindo floh aus Angst vor gerichtlicher Verfolgung. Nicht einmal mehr von mir verabschieden. Der Himmel weiß, wie sehr mich der Tod meines Bruders betrübt und wie viele Tränen ich vergossen habe. Aber jetzt ist nichts mehr zu ändern. Und es schmerzt mich auch, dass ich Florindo verloren habe. Ich weiß, dass er nach Venedig reisen wollte. Mit der Garderobe, den Kreditbriefen und dem Namen. Dem Namen meines Bruders kam ich hierher. Ich werde unsere Konten abrechnen. Ich will Geld bekommen und kann Florindo helfen, falls er es nötig hat. Hilf du mir, lieber Brighella, und du sollst reich belohnt werden. Na, ich möchte nicht mitschuldig sein, wenn der Pantalon übers Ohr gehauen wird. Was heißt denn übers Ohr gehauen? Mein Bruder ist doch tot, als bin ich die rechtmäßige Erbin. Das schon, aber warum geben Sie sich dann nicht zu erkennen? Ach, wenn ich mich zu erkennen geben würde, erreiche ich gar nichts. Der Pantalone hat von mir, oder vielmehr von meinem Bruder, über 10.000 Dukaten in den Händen. Ja, er würde es mir unter dem Vorwand, dass ich keinen Vormund habe, verweigern. Alle würden sich aufspielen. Das tut man nicht, das macht man nicht, das geht nicht. Das, was weiß ich alles. Ich aber will meine Freiheit. Lasst mich nur machen, traut mir. Ja, gut, also gehen wir. Und euer Diener, wo steckt der? Er sollte unten auf der Straße warten. Dieses ewige Warten. Ich habe es satt. Strapje. Diesem Herrn kriegt man nichts zu essen. Kommt man in eine fremde Stadt, geht man als erstes in ein Wirtshaus. Meiner denkt gar nicht daran. Er lässt die Koffer im Postschiff. Er macht Besuche und kümmert sich nicht die Bohne um seinen armen, hungrigen Diener. Da heißt es immer, man soll seinem Herrn mit Liebe dienen.
Man sollte aber auch den Herrn einmal sagen, dass er etwas mehr Liebe für ihre Bediensteten aufbringen soll. Welcher Geruch fährt in meine Nase? Beinahe möchte ich hineingehen und nachschauen, ob ich was finde, was meine Zähne zum Lachen bringt. Ich will schon hin, aber es gibt da eine kleine Schwierigkeit. Ich habe kein bisschen Geld in der Tasche. Mein Beutel ist so leer als wie mein Magen. Ehe ich noch länger Diener bleibe, möchte ich doch lieber gleich... Ja, vielleicht, vielleicht ein, ja, was eigentlich? Ich habe ja nichts anderes gelernt. Und ich sage euch, der Koffer ist zu schwer. Ich kann nicht mehr. Hier ist ein Gasthaus. Hilfe! Oder ich lasse den Koffer fallen! Ich hab dir doch gesagt, du bist zu schwach. Du hast nicht Kraft genug, hä? Da kann ich was verdienen. Mein Herr, hey. Kann ich euch behilflich sein? Der Koffer hier. Sofort, lasst mich nur machen. Los, scher dich weg. Ja. Hau ab! Ja. Ja. Hau ab, hab ich gesagt. Ja. Wunderbar. Ist noch gar nichts. Mein Herr, ich will meinen Lohn. Du wirst mir lästig. Jetzt habe ich meinen Lohn.
Mein Herr, ich habe alles für euch erledigt. Danke. Willst du bei mir dienen? Bei euch? Dienen? Warum nicht? Wenn der Lohn besser ist, wechsle ich das Hemd. Wie viel wollt ihr mir geben? Wie viel willst du haben? Wie viel ich haben will? Mein anderer Herr, den ich einmal hatte und zurzeit nicht mehr habe, gab mir im Monat einen Dukaten. Und Essen und Trinken. Gut, so viel gebe ich dir auch. Ich bleib bei dir. Hast du Zeugnisse? Zeugnisse? Tja. Mein Herr. Ich will's mit dir probieren. Probier es nur, dann werdet ihr schon sehen. Hier hast du einen halben Taler. Ja. Nein. Geh zu Turin am Post. Frag, ob Briefe für Florindo Aretusi da sind. Für wen? Florindo Aretusi. Wenn ja, bring sie sofort hierher. Ich warte hier. Ja. Mein Herr! Mein Herr! Bestellt ihr inzwischen das Mittagessen? Ja! Den Herrn Rasponi sehe ich am besten nicht mehr. Er spinnt ja. Ein grünes Bürschchen. Ohne Bart und Verstand. Lassen wir ihn doch laufen. Das ist ja wunderbar. So also wartet er auf mich. Ich bin doch hier. Ich warte doch. Und warum hier und nicht dort, wo ich es ihm befohlen hatte? Ich bin ein bisschen spazieren gegangen, um mir den Hunger zu vertreiben. Da ist mein Gasthof. Francesco Topo! Der Principe! Donatella di Manuela! Sag mal, Luigi, was machst du mit Geschirr? Du holst du! Also los, nun mach schon. Geh sofort zum Postboot, lass dir meine Koffer geben und bring sie hier in den Gasthof des Herrn Brighella. Was zum Teufel? Auch in den Gasthof? Hast du was gesagt? Ein guter Gasthof. Du musst auch noch auf die Turin. Du musst auch noch auf die Turiner Post und fragen, ob Briefe für Federigo Rasponi. Für wen? Federigo Rasponi angekommen sind. Ja. Nein, frage für mich, ob Briefe für Federigo Rasponi und Beatrice Rasponi angekommen sind. Ja. Wie? Beatrice Rasponi, meine Schwester. Die Schwester, bitte. Sie sollte mit mir reisen, ist aber unterwegs krank geworden. Ja. Ist krank, Leute. Also los, frag, ob Briefe für Sie und mich angekommen sind. Ja. Beeil dich. Ja. Geh auf die Post. Ja. Und lass die Koffer hier ins Gasthaus schaffen. Ja. Ich warte auf dich. Und wann bestellt ihr unser Mittagessen? Mach deine Arbeit, dann bekommst du auch zu essen. Wenn ich zwei Herren diene, bekomme ich zweimal Lohn.
Und zweimal zu essen. Ah, aber wenn Sie dahinter kommen, was kann ich schon verlieren? Gar nichts! Nur Mut! Jetzt gehen wir erstmal für alle beide zur Post. Hina! Hina! Wo ist dein Herr? Mein Herr? Im Gasthof. Sag ihm, dass ich ihn sprechen will. Wenn er ein Mann von Ehre ist, soll er herunterkommen. Ja. Ruhe! Mein Herr, es ist so... Aha! Ja, ja, sofort. Mein Herr, es ist nur so, dass... Keine das... Ja, ja. Aber welcher soll denn kommen? Hau ab! Oder es gibt Prügel! Ich schicke den Ersten, der mir begegnet. Niemand soll mir nachsagen, dass ein Nebenbuhler ungestraft Ansprüche auf meine Geliebte geltend machen kann. Ich dulde keinen Rivalen. Raspone ist einmal mit dem Leben davongekommen. Das gleiche Glück soll ihm nicht ein zweites Mal widerfahren. Entweder er verzichtet voll und ganz auf Clarice oder... Er kriegt es mit mir zu tun. Da ist der Herr, der aus allen Löchern Feuer sprüht und eurem Diener Befehle erteilt. Ich kenne ihn nicht. Was will er von mir? Ja, ich weiß von nichts. Ich gehe jetzt die Briefe holen. Ich will keine Scherereien haben. Mein Herr, ihr wünscht mich zu sprechen. Ich habe nicht mal die Ehre, Sie zu kennen. Und doch sagte mein Diener mir, dass ihr lauthals nach mir verlangt. Der muss mich falsch verstanden haben. Ich wollte seinen Herrn sprechen. Ich bin sein Herr. Ihr seid sein Herr. Er ist mein Diener. Wenn das so ist, dann sage ich Entschuldigung. Entweder sieht euer Diener einem anderen ähnlich, den ich heute Morgen gesehen habe, oder... Er hat noch einen zweiten Herrn. Er dient mir. Wenn das so ist, sage ich nochmal. Entschuldigung. Keine Ursache. Jeder kann sich mal irren. Ihr seid hier fremd? Ja. Aus Turin. Aus Turin? Aus Turin ist auch der Herr, den ich mir gerade vorknöpfen wollte. Hat er euch beleidigt? Beleidigt? Bin gern bereit, euch Genugtuung zu verschaffen. Kennt ihr einen gewissen Federico Rasponi? Nur zu gut. Rasponi ist tot. Ja, das sagt mir auch alle, dass er tot ist. Aber heute Morgen kam er, um mir mein Mädchen wegzunehmen. Gesund und lebendig hier in Venedig an. Rasponi ist tot. Rasponi lebt. Mein Herr, ihr irrt euch. Rasponi ist tot. Herr Pantalone ist der Vater des Mädchens. Hat untrügliche Beweise, dass er es ist, der heute Morgen hier ankam. Mein Herr, ihr versetzt mich in größtes Erstaunen. Einer von uns beiden wird auf Clarice verzichten müssen. Oder auf das Leben. Ich bin total verwirrt. Wie ist das nur möglich, dass... Ein Stich, der ihm seitlich in die Nieren ging, ihn nicht getötet hat. Ich sah ihn doch selbst in seinem Blute röcheln. Wahrscheinlich hat die Klinge doch kein lebenswichtiges Organ zerfetzt. So kann man sich irren. Da er nicht tot ist, kehre ich am besten gleich nach Turin zurück. Um meine geliebte Beatrice zu trösten. Hier! Ah, hier! Ja!
faule Sau! Hier! Hüa! Schubaldino! Schubaldino! Kamerad, Kamerad, es tut mir leid. Du musst zurück. Schubaldino? Ja. Oh! Da. Da. Schon weg. Schubaldino, lieber, wir gehen nach Turin. Wann? Jetzt, sofort. Ohne Mittagessen? Nein, erst esse ich, dann reisen wir. Sehr schön. Warst du auf der Post? Ja. Sind Briefe für mich da gewesen? Ja, sind welche da gewesen. Wo sind sie? Na, hier. Dann gib schon hier. Ja, sofort. Scheiße. Ich habe die Briefe des einen Herrn mit den Briefen des anderen Herrn durcheinandergebracht. Wie soll ich nun seine herausfinden? Ich kann nicht lesen. Wird's bald? Sofort! Sofort! Jetzt sitze ich in der Falle. Mein Herr, ich muss euch etwas sagen. Bitte hier. Diese drei Briefe sind nicht alle für euch. Ich habe einen anderen Diener getroffen, der mich von Bergamo her kennt. Ja, und ich habe ihm gesagt, dass ich zur Post gehe. Und da hat er gemeint, ich soll nachfragen, ob nichts für seinen Herrn dabei ist. Ja, ich glaube, einer ist dabei, aber nun weiß ich nicht mehr, welcher es ist. Na, gib schon her. Ich nehme meinen und den anderen trägst du zurück. Bitte schön. Was? Ein Brief an Beatrice Rasponi? Beatrice Rasponi in Venedig? Habt ihr den Brief für meinen Freund gefunden? Wer ist dieser Freund? Ein Diener. Er heißt Pasquale. Wem dient er? Das weiß ich nicht. Wenn er dir aber aufgetragen hat, Briefe für seinen Herrn zu holen, muss er dir doch den Namen seines Herrn gesagt haben. Natürlich. Ja, wie ist denn der Name? Habe ich vergessen. Wie konntest du denn Briefe von der Post holen, wenn du den Namen vergessen hast? Ja. Er hat mir den Namen seines Herrn auf ein Stück Papier geschrieben. Wo ist denn das Stück Papier? Ach, das Papier? Ja. Ach, das Papier habe ich irgendwo. Oh. Das hier irgendwo, sage ich. Nee, ach, das ist nicht. Das, nee, das ist auch nicht. Nee. Ich hab's verloren! Oh. Wo wohnt dieser Pasquale? Das weiß ich nicht. Wie willst du ihm denn die Briefe bringen, wenn du nicht weißt, wo er wohnt? Ja, da. Ja. Er hat mir gesagt, dass wir uns auf dem Markt treffen. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Ja, ich auch nicht. Wollen Sie mir nicht den Brief geben? Nein! Ich will sehen, dass ich den Pasquale finde. Wenn ich da rauskomme, glaube ich an ein Wunder. Zuerst will ich ihn lesen. Sie nicht solche Sachen! Sie wissen doch genau, es steht strenge Strafe drauf, fremde Briefe zu öffnen. Der Inhalt ist mir viel zu wichtig. Jetzt hat er's getan. Hochverehrte Herrin, Ihre schnelle Abreise aus unserer Stadt hat in der ganzen Umgebung zu viel Gerede Anlass gegeben. Jeder weiß, dass ihr in Männerkleidern geflüchtet seid, um eurem geliebten Florindo zu folgen? Das Gericht hat alle Vorkehrungen getroffen, euch aufzuspüren und zu verhaften. Wenn ich wichtige Neuigkeiten habe, werde ich nicht versäumen, sie euch auf demselben Wege mitzuteilen. Ich verbleibe euer treuester und ergebenster Diener, Tonino della Doira. Tonino della Doira, ja. Er denkt überhaupt nicht daran, was seine Neugier mir für eine Prügelsuppe zuziehen kann. Truffaldino, lieber geh. Such mir diesen Pasquale. Bring ihn her. Und dann bekommt ihr beide ein anständiges Briefwerk. Er gibt mir den Brief. Ich will versuchen, ihn zu finden. Die Sache liegt mir sehr am Herzen. Ja, dann geht's also vorläufig nicht mehr nach Turin? Bring mir diesen Pasquale! Bring mir diesen Pasquale! 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 Was mache ich jetzt? So kann ich den Brief dem anderen Herrn nicht geben. Ich muss versuchen, ihn wieder fein säuberlich zu verschließen.
So, 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 ja, so. Ja, so. So! 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 Jetzt muss ich ihn auch noch versiegeln, aber ich weiß nicht wie! Mir fällt was ein. Ich habe gesehen, dass die Leute Briefe mit gekautem Brot versiegelt haben. Brot! Ja, Brot. Brot, Brot. Weiß, Brot, Schwarz, Brot, Misch, Brot, Weizen, Brot, Roggen, Brot, Knecke, Toast, Brot, Pumper, Nickel. Brötchen. Brot. Brot, Brot. Schmerzt mich, dass ich das Stückchen Brot missbrauchen muss. Aber da kann man nichts machen. Scheiße. Es ist weg. Es ist hinuntergerutscht. Ich muss es noch einmal versuchen. Es geht nicht! Da sträubt sich die Natur. Fürs Brötchen ein Knötchen. Und jetzt wird der Brief versiegelt. Ich glaube, das hält gut. Komm an, den Koffer. Beeil dich, du faule Sau. Wohin soll ich sie tragen? Na, in den Gasthof. Und wer bezahlt? Na, hier. Sind das meine Koffer?
Ja, mein Herr. Trag er sie auf mein Zimmer. 10 Groschen. Werde ich schon bezahlen. Verschwinde. Verschwinde, verschwinde. Komm nicht so frech, du. Gleich schmeiß ich den Koffer auf die Straße. So ist brav. Höfliche Leute, diese Träger, nicht wahr? Warst du auf der Post? Ja, mein Herr. Ja. Waren keine Briefe für mich da? Einer für eure Schwester. Ja, gut. Wo ist er? Ja, hier. Gib ihn her. Ja, bitteschön. Dieser Brief ist geöffnet worden. Geöffnet? Das ist gar nicht möglich. Ja, geöffnet und danach mit Brot versiegelt. Lumpengauner, du! Wer hat diesen Brief geöffnet? Ich sag's Ihnen. Ich will Ihnen die Wahrheit gestehen. Auf der Post war ein Brief an mich. Ich kann aber kaum lesen. Da habe ich aus Versehen nicht meinen, sondern euren Brief geöffnet. Irren ist menschlich. Ich bitte um Verzeihung. Hast du diesen Brief gelesen? Weißt du, was darin steht? Eine Spur! Das hier sind Buchstaben, die ich überhaupt nicht lesen kann. Hier zum Beispiel ist da bestimmt kein W oder so. Hat sonst irgendjemand diesen Brief gelesen? Signore! Was? Signore, ich habe mich selbst schon geohrfeigt, als ich meinen Irrtum bemerkte. Ich glaube, Sie können den Fleck noch sehen. Hier, ja. Da. Auch das ist gut gegangen. Ich werde jetzt gehen, etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Du gehst auf mein Zimmer, öffnest die Koffer, hier ist der Schlüssel. Und hängst meine Kleider an die Luft. Und wann bestellt ihr unser Mittagessen? Wir essen, wenn ich wiederkomme. Ich brauche doch dringend jetzt das Geld von Pantalone. Das läuft ja wie geschmiert. Ich glaube, ich könnte noch einen dritten Herrn bedienen. Ich schätze mich jetzt um 100 Taler höher ein als vorher. Ah, höher! Ist dein Herr zu Hause? Nein, der ist nicht da. Weißt du, wo er ist? Nein. Wird er zum Mittagessen nach Hause kommen? Ich hoffe ja. Wenn er kommt, gib ihm diesen Beutel mit 200 Dukaten. Mein Herr! Hallo! Hallo, so hört doch! Er hat mir nicht einmal gesagt, welchem von meinen beiden Herren ich den Beutel geben soll. Hast du Pasquale gefunden? Nein, ich habe den Pasquale nicht gefunden. Oh. Was hast du da in der Hand? Mein Herr, sag mir die Wahrheit. Erwartet ihr von irgendwoher Geld? Ja, ich habe einem Kaufmann einen Wechsel unterschrieben. Dann gehört der Beutel euch. Was hat denn der Mann gesagt, der dir das Geld gab? Er hat gesagt, ich soll ihn meinem Herrn geben. Also gehört er mir. Ja. Vergiss Pasquale nicht. Ja. Vor Tisch werde ich mich kaum an ihn erinnern. Also gut, wir wollen sehen, ob wir etwas bekommen. Na, endlich! Oh, wie schrecklich. Hey, was weint ihr denn? Da tut ihr aber gar nicht recht daran. Habt ihr nicht gesehen, wie hübsch der Herr Federigo aussieht? Hätte ich ein solches Glück, ich würde bestimmt nicht weinen. Lachen würde ich. Aus vollster Seele, vollstem Herzen. Los, hol ihn herein. Hör auf! Setz mir aber doch das Herz zerreißt! Sei schön vernünftig.
Clarice? Kommt mir nicht zu nahe! Und wagt nicht, mich zu belästigen! So streng? Gegen euren zukünftigen Gatten? Wenn ihr mich mit Gewalt zur Hochzeit schleppt, dann bekommt ihr wohl meine Hand, aber nie mein Herz. Wenn ihr mich erst näher kennt, Clarice, werdet ihr anders reden. Ich kenne euch zu Genüge. Ihr habt mir meinen Frieden genommen. Und doch ist es mir möglich, euch zu trösten. Außer Silvio kann mich niemand trösten. Ja, natürlich kann ich euch nicht den Trost geben, den euch Silvio geben kann. Aber ich kann euch glücklich machen. Ich finde es allerhand, dass ihr mich noch immer quält, obwohl ich mit einer beinahe unhöflichen Deutlichkeit mit euch spreche. Clarice, ich habe beschlossen, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Ich kann euch keine Verschwiegenheit versprechen. Eure Schroffheit nimmt mir jede Möglichkeit, euch glücklich zu machen. Ihr könnt mich nur unglücklich machen. Da irrt ihr euch. Ihr wollt mich nicht und ich will euch auch nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mit euch auch gar nichts anzufangen wüsste. Wenn ihr eure Hand einem anderen gegeben habt, ja gut, ich habe mein Herz ebenfalls einem anderen geschenkt. Wie bitte? Ja, und wenn ihr mir Verschwiegenheit versprecht, werde ich euch ein Geheimnis anvertrauen, was alles wieder gut macht. Ich schwöre strengstes Schweigen. Ich bin nicht Federico Rasponi, sondern Beatrice, seine Schwester. Was sagt ihr da? Ihr seid eine Frau? Ja, das bin ich. Das kann doch nicht sein. Ich habe greifbare Beweise. Denken, wie sehr mir danach zumute war, euer Mann zu werden. Und euer Bruder? Was ist mit ihm? Er starb, leider, durch einen Degenstich. Man hält meinen Geliebten für den Mörder. Er floh und ich reiste ihm in dieser Verkleidung nach. Erlaubt ihr, dass ich das Silvio sage? Nein, um Himmels Willen, nein, das muss ich euch leider verbieten. Gut, gut. Ich werde nichts sagen. Ich kann mich also auf euch verlassen. Ich bin eure Freundin. Und wenn ich euch helfen kann, dann sagt es mir. Auch ich versichere euch meiner Freundschaft. Kommt mir noch alles wie ein Traum vor. Ja, natürlich. Das ist doch auch nicht alltäglich. Sehr gut. Ich freue mich unendlich. Mein liebes Töchterlein, es ging ja schnell. Ihr habt in 4 Minuten mehr erreicht als ich in 4 Jahren. Ja, ja, die Liebe ist ein großes Ding. Wir wollen sehr schnell eure Hochzeit machen. Ach, nicht zu schnell, Herr Vater. Nein, nein, ich will nicht, dass etwas Unangenehmes passiert. Morgen wird alles erledigt. Ja, Herr Pantalone, es ist aber dringend notwendig, dass wir vorher unsere Geschäfte in Ordnung bringen und die Abrechnungen durchsehen. Ach, so etwas erledigt man doch in 2 Minuten. Morgen werden die Ringe gewechselt. Aber Herr Vater! Nein, ich gehe jetzt an Silvio. Den Stand der Dinge mitzuteilen. Um Gottes Willen! Was ist denn los? Willst du denn alle zwei? Das habe ich nicht gesagt, aber... Schluss jetzt! Hört doch! Schluss, ihr seid jetzt Mann und Weib. Ja! Nein! Heute Abend sprechen wir weiter. Oh, Beatrice! Ich falle aus einer Verzweiflung in die andere. Macht euch keine Sorgen. Alles ist möglich, nur nicht, dass ich euch heirate. Und wenn Silvio jetzt glaubt,
dass ich ihm untreu bin? Dieser Irrtum wird nicht lange dauern. Wenn ich ihm nur die Wahrheit sagen könnte. Ihr habt versprochen, nichts zu verraten. Was soll ich aber tun? Noch ein bisschen leiden. Ich habe Angst. Glaub mir, nach allen Ängsten und Nöten ist das Vergnügen der Liebe umso schöner. Ach, in diesem Leben leidet oder hofft der Mensch die meiste Zeit und die wenigste genießt er das, worauf er gehofft hat. Meine Hochachtung, Herr Dina. Pantalone. Dottore. Ja. Ja, dann... Gerade wollte ich zu euch und eurem Sohn... Um uns noch einmal zu versichern, dass Signora Clarice Silvias Frau wird. Nein, eigentlich wollte ich... Gerade zu euch? Aber nein, ihr braucht euch doch nicht zu entschuldigen. Ich verstehe durchaus eure Lage, aber dank unserer Freundschaft ist doch längst alles vergessen. Das ist schon wahr, aber das Herrn Rasponi gegebene Versprechen... Ja, kam völlig unerwartet. Ihr hattet keine Zeit zu überlegen und so habt ihr gar nicht die Beleidigung bemerkt, die ihr unserem Hause zugefügt habt. Ja, aber man kann ja nicht von Beleidigung sprechen. Ich weiß, was ihr meint. Ich weiß. Zunächst schien das dem Turiner gegebene Eheversprechen unauflöslich zu sein, weil es durch einen Vertrag rechtlich gefestigt ist. Aber das war ein Vertrag zwischen euch und ihm. Unser hingegen ist auch mit Zustimmung eurer Tochter geschlossen worden. Ja, das ist schon wahr, aber... Sie wissen doch... Consensus non concupitus facit virum. Virum? Virum, so rum. Die Zustimmung, nicht der Beischlaf, macht den Ehemann. Also mit diesen lateinischen Paragraphen, da kenne ich mich nicht aus. Ich jedenfalls sage euch... Ich habe alles gesagt. So, ihr seid also fertig. Ich bin fertig. 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 Ihr fertig? Ja, fertig. Ihr fertig? Fertig. Ihr fertig? Fertig. Ja, fertig, fertig. Fertig, fertig. Fertig, fertig, fertig. Ach, wie nicht? Ja, fertig, fertig. Fertig. Kann ich jetzt sprechen? Bitte sprechen. Verehrter Herr Dottore. Über die Mitgift werden wir uns schon einig werden. Etwas mehr oder weniger, darauf soll es mir gar nicht ankommen. Ja, wollt ihr mich bitte endlich mal sprechen lassen? Bitte. Bitte. Verehrter Herr Dottore, Herr Federico Rasponi. Ja, dennoch lasst ihr zu, dass eine solche Heirat zustande kommt. Jawohl, ich habe eine Verpflichtung, der ich mich nicht entziehen kann. Und meine Tochter ist mit der Verheiratung einverstanden. Wo soll ich denn da noch Schwierigkeiten sehen? Ich bedauere sehr. Ja, habt ihr aber einmal etwas vereinbart, müsst ihr euer Wort halten. Die Nachricht vom Tode Fredericus justifiziert und rektifiziert in zureichendem Maße auch dem vermeintlichen Toten gegenüber euren neuen Entschlüsse, die heute Morgen zwischen Signora Clarice und meinem Sohn Coram Testibus vorzeugen. Geschlossene Verlobung kann nicht einfach aufgelöst werden. Mit den meinem Sohn gegebenen Zusicherungen könnte ich jeden anderen Vertrag für null und nichtig erklären und eure Tochter zu heiraten zwingen. Aber ich würde mich schämen, in meinem Haus eine Schwiegertochter von so zweifelhaftem Rufe zu haben. Tochter eines gottbrüchigen Mannes, wie ihr seid, Herr Pantalone. Es kommt die Zeit, der ihr dafür bezahlen müsst. Es kommt die Zeit. Omnia tempus habent. Meus Deus habent. Meinen Segen habt ihr. Das Haus Rasponi ist 100-mal mehr wert als das Haus Lombardi. So einen reichen Schwiegersohn kriegt man doch nicht alle Tage. Da kommt ja der zweite Strauß. Mein Herr? Mein Herr? Mein Herr, ich habe von meinem Herrn Vater
gewisse Dinge gehört? Soll ich etwa glauben, dass das die Wahrheit ist? Wenn das euer Vater gesagt hat, dann wird es wohl die Wahrheit sein. Es ist das so wahr, dass die Signora Clarice den Signor Federico heiratet? Jawohl, mein Herr. Das ist beschlossen und besiegelt. Wortbrüchiger, ehrloser, unverschämter Alter. Was sagst du da? Ich weiß nicht, was mich abhält, euch mit meinem Degen aufzuspießen. Na, hör mal! Ich bin doch kein Frosch. Raus vors Haus, wenn ihr ein Mann seid. Einem Mann von meiner Art bringt man Respekt entgegen. Mann, ihr seid eine Flasche. Ein Feigling. Ein ganz gemeiner Mensch. Ein Schlappschwanz. Was sagst du da? Und du bist ein ganz kleiner, mieser, hundsmiserabler Hosenscheißer und Bettnässer. Was? Amore Spaghetti Tomato. Hilfe! Hilfe! Hier bin ich! Ich bin auf Verteidigung! Oh! So! Hallo, Herr Schwiegersohn! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Mit Vergnügen! Hilfe! Hilfe! Hört mich denn niemand? Ja! Um Gottes Willen! Haltet ein! Schöne Clarice, euretwegen schenke ich diesem Silvio das Leben. Ja, für meine Barmherzigkeit fordere ich nur dies. Denkt an euren Schwur. Und doch ist sie nicht treu. Eines Tages werdet ihr von meiner Unschuld überzeugt sein. Sterben da werdet ihr bereuen, wenn ich geglaubt zu haben. Und die unlückbare Clarice soll es sein. Dann werdet ihr mein trauriges Schicksal und eure abgrundtiefe Grausamkeit beweinen. Zwei Herren. Und nicht ein Mittagessen. Nachher kommen natürlich beide auf einmal und ich sitze wieder in der Klemme. Ich muss noch einmal fort. Komme ich zur Mahlzeit zurück, so ist es gut. Wenn nicht, dann speise ich erst am Abend. Ach, das Geld ist mir beschwerlich. Leg's in meinen Koffer, hier ist der Schlüssel. Hey, Truffaldino. Herr Pantalone di Vittoriosi hat dir doch einen Beutel mit 200 Dukaten gegeben. Gehört er euch? Ja, wie, ob er mir gehört? Hä? Ja, was hat er denn gesagt, als sie dir den Beutel gab? Er hat gesagt, ich soll ihn meinem Herrn zu. Na, also und? Wer ist dein Herr? Na, hier. Wo ist der Beutel? Hier. Ja, gib ihn her. Ja, sofort. Stimmt das Geld? Ja, ich habe nichts angerührt. Ich werde es später nachzählen. Was wird jetzt der andere sagen? Wenn ihm das Geld nicht gehört, wird er gar nichts sagen. Sagt dem Wirt, dass ich noch mit einem Freund zum Mittag speisen ja. werde. Er soll ein oder zwei Gerichte anrichten, aber etwas Gutes. Verlasst euch auf mich! Eine gute Mahlzeit besteht nicht so sehr in der Anzahl der einzelnen Gerichte, als vielmehr in der Anordnung der einzelnen Gerichte. Eine gute Zusammenstellung ist mehr wert als ein ganzer Berg von Schüsseln. Verlasst euch auf mich! Ja, hier, nimm noch diesen Schein und verwahre ihn gut im Koffer. Pass auf! Es ist ein Wechsel über 4000 Dukaten. Keine Angst. Ich verwahre ihn sofort. Ich werde jetzt Herrn Pantalone holen. Ach, das hat Zeit. Hey, hallo, Kellner! Hol mir den Wirt. Ich habe mit ihm zu sprechen. Hol mir den Wirt. Ich habe mit ihm zu sprechen. Hol mir den Wind, ich habe mit ihm zu sprechen. Du sollst mich nicht immer losmachen! Du bleibst es nicht! Bleib ich dir! Ich bin der Rost! Ich bin der Rost! Ich bin der Rost! Ich bin der Rost! Ich bin der Rost!
Mein Herr hat einen Freund zum Mittagessen eingeladen. Er muss für zwei Personen anrichten, aber schnell und sofort. In einer halben Stunde kann jedes gewünschte Gericht auf dem Tische stehen? Ja, dann sag mir, was du auffahren willst. Komm. Also für zwei Personen machen wir zwei Gänge mit je vier Gerichten. Ja, das geht. Aber was ist auf dem Teller? Im ersten Gang Suppen. Suppen. Gebackener Fisch. Gebackener Fisch. Gesottenes Rindfleisch. Gesottenes Rindfleisch. Und ein Ragout. Ragout. Drei Speisen kenne ich, aber die vierte nicht. Ragout, ein französisches Gericht. Ein feines, gehacktes, gewürfeltes Kalbfleisch in weißer Soße, etwas sehr Feines. Gut, der erste Gang ist genehmigt. Und nun zum zweiten. Im zweiten gehen wir Braten. Braten. Salat. Salat. Fleischpastete. Fleischpastete. Und Pudding. Pudding. Schon wieder eine Speise, die ich nicht kenne. Pudding, ein französisches Gericht. Kein Französisch, ein englisches Gericht. Ein englisches. Gut, ich bin einverstanden. Aber wie stellen wir die Speisen auf der Tafel zusammen? Der Kölner besorgt es schon. Nein, mein Freund, das mache ich. Du hast doch keine Ahnung. Eine gute Mahlzeit besteht nicht so sehr in der Anzahl der einzelnen Gerichte, als vielmehr in der Anordnung der einzelnen Gerichte. Na ja, also gut, dann stellen wir zum Beispiel hier die Suppen hin. Dort das Gebackene. Dort das Gesottene. Und hier das Ragout. Nein, das gefällt mir nicht. In die Mitte stellst du gar nichts. Ja, aber da brauchen wir doch fünf Gerichte. Ja, dann brauchen wir halt fünf. In die Mitte stellen wir eine Sauce für das Rindfleisch. Eine Soße stellt man doch nicht in die Mitte. In die Mitte gehört die Suppe. Ne? Die Suppe gehört in die Mitte. Ah gut, dann stellen wir auf die eine Seite das Rindfleisch und auf die andere Seite das Ragout. Aber nicht doch! Ihr Wirte versteht vielleicht zu kochen, aber eine Tafel zu decken versteht ihr nicht. Ich zeige es dir. Stell dir vor, das ist der Tisch. Und nun pass auf, wie ich die fünf Gerichte verteile. In die Mitte stelle ich die Suppe. Die Suppe in die Mitte. Auf diese Seite das Rindfleisch, hier den Fisch, hier die Soße und hier das Gericht, das ich nicht kenne. Na, wie gefällt dir das? Ja, ganz gut, ja. Aber die Soße ist so weit weg vom Rindfleisch. Überlegen wir also, wie wir sie näher zusammenbringen können. Ja, immer. Alles ist immer noch schief. Du bist der ganze geniale Rüttelte.
Was machst du denn da? Ich zeige ihm, wie man klug und geschmackvoll eine Tafel deckt. Das ist... Ja, das ist doch mein Wechsel! Verzeihen Sie, mein Herr, verzeihen Sie, ich werde ihn wieder zusammensetzen. Ich werde ihn wieder zusammensetzen. Scheiß Herr! So gehst du mit meinen Sachen um, du? Mit so wichtigen Sachen, du! Was machen wir jetzt? Es wäre schlimm, wenn es ein fremder Wechsel gewesen wäre. Aber ich stelle euch einen neuen aus und es geht alles in Ordnung. Und wenn es nun ein fremder Wechsel gewesen wäre? Du Esel, du Schaf, du Rindvieh! Alles ist nur gekommen, weil Brigella nicht weiß, wie man eine Tafel deckt! Eine gute Zusammenstellung ist mehr wert. Du sollst machen, dass du vorkommst! Als ein ganzer Berg von Schüsseln. Ach so ein Garner! Ach so ein Dummkopf! Ja, lassen wir das. Kümmert ihr euch um das Mittagessen? Ihr habt 5 Gerichte bestellt für jeden Garner. Das bedarf natürlich einer gewissen Zeit. Das hier ginge. 5 Gerichte. Immer einfach bleiben. Ein bisschen Reis. 1, 2 Gerichte, das ist genug. Ich stelle keine Ansprüche. Auch gut. Fleischklopse vielleicht, wenn ihr hättet. Ich esse sie sehr gern wegen meiner kranken Zähne. Bip, bip, bip. Wenn es euch gefällig ist, mein Herr. Die Suppe. Ja, sofort. Ja. Nach euch, bitte. Ein komischer Vogel, euer Diener. Gehen wir also. Ja, ich wünsche weniger Witz und mehr Aufmerksamkeit. Gewähre doch her, das ist ja fertig. Die Suppe ist ja fertig, du grüßt du. Schöne Bedienung. Nur ein Gang, 1, 2 Gerichte. Was bringst du, Kamerad? Suppe. Suppe, ja. Man gibt sein gutes Geld aus und bekommt wahrscheinlich nichts Gutes. Wer weiß denn, ob die Suppe überhaupt etwas taugt? Ich muss sie probieren. Komme! Die Suppe, mein Herr. Bitte sehr, die Suppe. Darf ich schon mal nachschenken? Bitte sehr. Bitte
Wie lange braucht denn der, bis der das Essen holt? Da bin ich, Kamerad. Was bringst du da? Kochfleisch. Ich hole das nächste Gericht. Vorsicht! Heiß! Ist das ein Ochse oder Kalb? Ich glaube Ochse. Kein Ochse. Kein Kalb. Schaf. Auf mein Lieber! Ja, ich komme! Halt! Oje. Wohin willst du mit dem Essen? Ich will es servieren, mein Herr! Wem? Ja, euch natürlich! Warum servierst du, bevor ich da bin? Ich habe euch kommen sehen. Gut, was? Warum servierst du das Fleisch vor der Suppe? Wisst ihr denn nicht, mein Herr, dass man hier in Venedig die Suppe am Schluss isst? Ich bin das anders gewöhnt. Ich wünsche erst die Suppe, dann das Fleisch. Bitte sehr, ganz wie ihr wünscht. Ja. Ah! Muss ich teilen? Beeil dich! Ja, sofort! Hallo, Herr Oberst, ich hab ja, ich bin. Das Fleisch, mein Herr, bitte sehr, mein Herr. Bitte sehr, das Fleisch, darf ich schon mal aufnehmen? Ja. Bitte sehr, mein Herr, das Fleisch. Jedes Mal muss man auf diesen Kerl warten. Du wolltest doch! Ja! Ich komme, schnell, deck auf, der andere Fremde ist gekommen und bring sofort die Suppe. Sofort, sofort! Perfekt, perfekt! Was ist denn das für ein Gericht? Sicher, das Ogu. Oh, gut. Weiter, weiter! Weiter, weiter! Papadino! Ja, ich komme! Los, los, die Suppe! Kümmere du dich um deinen Tisch. Ich kümmere mich um meinen. Ich werde mich um beide kümmern. Was? Ogu, mein Herr. Bitte sehr, das Ogu, mein Herr. Bitte sehr. Kupadino! Ja, ich komme. Nein, nein, die Suppe bringe ich. Hole inzwischen die nächste Speise für das andere Zimmer. Meinetwegen, das Trinkgeld kriege ich sowieso. Bitte sehr, mein Herr. Bitte sehr, mein Herr. Die Suppe ist sie. Papadino! Ja, ich komme. Hey, bedient euren Herrn! Papadino! Ja, ich komme, mein Herr. Ja, bitte. Papadino! Die Bär, was will ich hintragen? Papadino! Die Bär, hörst du denn nicht, dass er mich ruft? Die Bär! Papadino! Das wird ja immer schöner. Der will ja alles alleine machen. Noch ein bisschen Suppe, nein. Die Suppe kann man bitte. Fleischklopse? Fleischklopse. Großartig! Aber wer hat sie bestellt? Scheiße, wem soll ich sie bringen? Papadino! Ja, ich komme. Ich teile sie. Dann wird sich ja herausstellen, wer von beiden keine bestellt hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Das stimmt ja gar nicht. Das ist einer zu wenig. Ja, 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 ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stimmt ja wieder nicht. Es ist einer zu viel. Wem soll ich denn den geben? Ich will nicht, dass irgendeiner zu kurz kommt. Irgendeiner soll ja nicht zu kurz kommen. Jetzt stimmt. Und keiner kommt zu kurz. Warte, ich komme gleich wieder. Hey, du irrst dich. Die Klopse gehören doch dorthin.
Das weiß ich doch. Aber mein Herr schickt 4 davon an jeden Fremden, ja? Wenn Sie sich kennen und Freunde sind, hätten wir auch zusammen essen können. Was ist denn das für ein Ding? Pudding. Pudding? Pudding! Du hast mich nicht immer langweilig. Ich hab's dir nochmal gesagt. Ich bringe überhaupt nichts mehr. Ja. Aber wer hat ihn bestellt? Euer Herr? Der lebt ja noch! Den Pudding behalte ich für mich. Ja, hier zum Probieren. Wobei, Dino! Und zum Teufel steckst du! Gibt es noch was zu essen? Ich will mal nachschauen. Warum treibst du dich herum? Ja, ich habe nur Teller geholt, mein Herr. Ich beeile dich, ja? Ja, ich beeile mich sehr. Ich habe Hunger. Ja, ich auch, mein Herr. Ja, ich komme sofort, mein Herr. Hier ist der Braten. Das Obst, Tempo, Tempo. Tempo, Tempo. Den Braten bring ich. Ene, mene, ming, mang, ping, pang, ohne den Akkadar, Eiermeier, raus. Den da, mein Herr, der Braten. Du Feindino. Ja, ja, bitte. Das Obst. Ja, hier bin ich. Das Obst, mein Herr. Bitte sehr, mein Herr. Das Obst. Bitte sehr, mein Herr. Das Obst für Sie, mein Herr. Das Obst für Sie, mein Herr. Das Obst. Bitte sehr, mein Herr. Das Obst. Bitte sehr, mein Herr. Das Obst. Ein Apfel für Sie, mein Herr. Das Obst. Bitte sehr, mein Herr. Das Obst. Das Obst. Bitte sehr. Ich hab's geschafft. Alle sind zufrieden. Alle sind satt. Ich habe 2 Herren bedient. Jetzt will ich auch für 4 Diener essen. Der Eure, meine Liebe. Ich habe hier einen Brief von meiner Herrin an den Herrn Federico Rasponi. Ich möchte aber nicht ins Gasthaus. Und da habe ich mir gedacht,
Ich könnte euch bemühen. Da ihr doch sein Diener seid. Hau ab, du! Es darf aber niemand davon wissen. Auch ich habe euch etwas auszurichten. Mir? Von wem? Von einem Ehrenmann. Kennt ihr einen gewissen Truffaldino Batocchio? Den kenne ich bestimmt nicht. Aber er kennt euch. Na und? Er ist sogar an euch verliebt. Jetzt macht ihr euch über mich lustig. Soll ich ihn euch zeigen? Den möchte ich sehen. Augenblick. Hey! Schade. Er ist es nicht. Oh. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Weil ich ein bisschen schüchtern bin. Was sagst du? Ich bin auch ein bisschen schüchtern. Wenn wir zwei uns zusammentäten, dann wäre das die Heirat von zwei Schüchternen. Du gefällst mir. Bist du noch Jungfrau? Das ist doch keine Frage. Das heißt also nein? Nein, das heißt ja. Sehr schön. Ich bin nämlich auch noch Jungfrau. Ich hätte schon 50 Mal einen haben können. Aber mir hat noch keiner gefallen. Darf ich hoffen? Ich muss schon sagen, du hast etwas an dir. Mehr sage ich nicht. Ja, wenn dich einer zur Frau haben will, wie müsste der das anstellen? Er muss mit meinem Herrn oder meiner Herrin sprechen. Was würden die sagen? Die würden sagen, wenn ich zufrieden bin. Und was würdest du sagen? Ich würde sagen, wenn die zufrieden sind. Und was würden die sagen? Die würden sagen, wenn ich zufrieden bin. Und was würdest du sagen? Ich würde sagen, wenn die zufrieden sind. Und die würden dann was sagen? Die würden sagen, wenn ich zufrieden bin. Haha, gut. Dann werden wir alle zufrieden sein. Cantare, oh, oh, volare, oh, oh, oh. Halt! Ich will nicht hoffen, dass das ein schlimmer Brief ist, für den ich von meinem Herrn eins aufs Maul kriege. Ich weiß es nicht, aber ein Liebesbrief wird es kaum sein. Wenn ich nicht weiß, was drinsteht, überbringe ich ihn nicht. Man könnte ihn ja öffnen. Ja. Aber danach müsste man ihn wieder schließen können. Wenn's weiter nichts ist, lass mich nur machen. Im Verschließen bin ich Meister. Man merkt gar nicht, dass er offen war. Der sieht nachher besser aus als vorher. Gut, dann machen wir ihn auf. Ja. Kannst du lesen? Ein bisschen. Ein bisschen? Und du? Auch nur ein bisschen. So vielleicht. So. Nein! Ja, 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 ja. Oh. Jetzt ist er offen. Was haben wir heute für einen Wochentag? Sonntag. Sonntag!
Ich habe ein Gelübde abgelegt, sonntags nie zu lesen. Liest du ihn, die Handschrift deiner Herrin, kennst du sowieso viel besser. Um die Wahrheit zu sagen, ich kann gar nicht lesen. Ja, ich auch nicht! Ja, aber warum haben wir ihn denn dann aufgemacht? Nee, brauchst du nicht gleich weinen. Ein paar Buchstaben kann ich schon. Ja, ich kann auch ein bisschen lesen. Ja, 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 gut, dann komm, dann lass uns zusammen kommen. Hier, ist das hier nicht ein Hm? Nein, das ist doch ein R. Zwischen Hm und R ist kein großer Unterschied. Hm? Hm? Sei doch still! Reine! 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 Nein, das ist doch ein Hm. Aha. Meine. Doch nicht meine. Schreib mal doch nur an eine Frau, deine Herrin. Schreib dir meinen Herrn, natürlich meinen. Es muss also meinen heißen, mein. Ja, aber da ist doch noch ein Schwänzchen. Eben, deswegen heißt es doch mein. Hä? Ein Schwänzchen. Was treibst du denn da? Ich hab euch gesucht. Was ist das für ein Papier? Alter, das ist her damit. Hier, mein Herr. Das ist ein Brief an mich. Ein Brief von Signora Clarice, in dem sie mich vor der wütenden Eifersucht Silvius warnt. Wer hat diesen Brief geöffnet? Ich nicht. Ich nicht. Wer hat ihn hergebracht? Truffaldino sollte ihn seinem Herrn bringen. Und Smeralina hat ihn mir gegeben. Feigling! Klatschmaul! Also du hast die ganze Sache angerichtet, du neugieriges Waschweib! Eine Tracht Prügel wird sie dafür kriegen. Ich lass mich nicht schlagen. Was? Du antwortest doch. Rührt mich nicht an. Erwischt mich ja doch nicht. Ihr könnt ja gar nicht so schnell laufen. Du wirst schon sehen, wie schnell ich gleich laufen kann. Wohin? Nirgendwohin. Warum hast du diesen Brief geöffnet? Smeraldina hat es getan! Smeraldina! Zwei Briefe hast du mir an einem Tag erbrochen. Komm her! Geht nicht! Komm her! Auszuklopfen? Ja, ach, was? Das ist nicht erlaubt. Wenn man mit seinem Diener nicht zufrieden ist, entlässt man ihn niemals, aber prügelt man ihn so. Was sagst du da? Oh! O, O. Oh, nein!
Man prügelt doch nicht den Diener eines anderen Herrn. Das ist doch eine Beleidigung für meinen Herrn. So, als ob man meinen Herrn geprügelt hätte. Ja, ich fühle mich durchaus beleidigt. Wer hat dich geprügelt? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Warum hat man dich geprügelt? Weil ich habe ihm auf die Schuhe gespuckt. Und dafür lässt du dich prügeln? Ja, aus Versehen. Du setzt deinen Herrn einer solchen Beleidigung aus, ohne dich zu wehren? Oh, mein Herr, ich konnte... Feigling! Mein Herr, du Esel! Aber bitte, wenn es dir gefällt, geprügelt zu werden, nein, so kann ich dir diesen Gefallen auch tun. Überhaupt nicht. Kann ich wirklich sagen, dass ich der Diener zweier Herren bin? Ich habe von allen beiden meinen Lohn bekommen. Vergiss nicht, meine Kleider auszuklopfen. Die Kleider ausklopfen. Die Kleider ausklopfen. Jetzt machen wir alles schön in Ruhe, ja? Ganz in Ruhe. Ene, mene, ming, mang, ping, pang, ole, dole, Ackerdeier, Eier, Meier, raus. Passt. Galileo Galilei. Ja. Herr Faldino, du sollst die Kleider lüften. Einmal Speck, zweimal Speck. Die Kleider lüften. Ja, die Kleider. Die Kleider lüften. Lüften, die Kleider lüften. Seine Schwester, ne? Ja, ja. Passt Ihnen vielleicht, ne? Bitte sehr. Kuckuck. Tofalino! Tofalino, du sollst die Kleider lüften und nichts halten. Oh. Oh. Lila. Ah, oh, was für ein schöner Mann. Der sieht ja meinem anderen Herrn ähnlich. Der sieht meinem anderen Herrn ähnlich. Nein, nein, das kann gar nicht sein. Der hier hat einen ganz anderen Mantel an. Tufalino! Ja, ja, sofort, mein Herr, ich komme sofort. Tufalino! Ja, ich komme, ein Paradies am Meeresstrand. Das ist... Tufalino! Ja, mein Herr. Gib mir meinen schwarzen Rock. Sofort, mein Herr.
Was sind das für Koffer hier? Dieser Koffer, das ist Ihr schwarzer Rock, mein Herr. Da. Bitte sehr. Aber ich... Ja, hier ist der andere Ärmel. Bitte sehr, mein Herr. Aber ich... Schauen Sie mal die vielen Leute heute. Oh. Da, eine Kamera, bitte. Da. Hallo. Was ist das? Oh, verdammt. Mein Bild. Ha! Ihr Bild, ja. Ihr Bild? Mein Bild? Das ich meiner geliebten Beatrice geschenkt habe? Ja. Wie ist dieses Bild in meinen Rock gekommen? Sprich. So, antworte! Ja, verzeihen Sie, mein Herr, das Bild gehört mir. Um es nicht zu verlieren, habe ich es in die Tasche eures Rocks gesteckt. Ich bitte um Verzeihung. Wo hast du es her? Ich hab's geerbt. Geerbt? Ich diente hier in Venedig einem Herrn, der jetzt tot ist. Er hinterließ mir einige Kleinigkeiten, die ich verkauft habe. Nur dieses Bild ist mir geblieben. Wann starb dein Herr? Oh, vor ungefähr einer Woche. Wie hieß dein Herr? Das weiß ich nicht. Wie? Ich meine, er hielt sich hier in wo? Wo, nicht wo. In Co. In Co? In Co-Fololo. Nee, Inkognito? Inkognito auf. Oh Himmel! Beatrice! War dein Herr jung? Ja, sehr jung. Ohne Bart? Ohne Bart, ja. Sie war's! Sie war's! Weißt du zufällig, woher dein Herr kam? Ja. Aber ich hab's vergessen. Oh. War es vielleicht aus Turin? Ja, ja, natürlich aus Turin. Woran ist er gestorben? Ah, er hatte eine kleine Unpässlichkeit und weg war er. Wo ist er begraben? Er wurde gar nicht begraben. Wie? Nein, nicht hier. Ein anderer Diener bekam die Erlaubnis, steckte ihn in eine Kiste und schickte ihn per Eilpost nach Hause. War das vielleicht jener Diener, der die Aufrufbriefe für seinen Herrn von der Post zu holen? Genau, der Pasquale war es wohl. Wisst ihr das? Nein, Beatrice. Die Anstrengung der Reise und die Qual ihres Herzens haben sie getötet. Was ist denn nun schon wieder los? Nein, glaubt mir. Meine letzte Lieferung von Spiegel und Wachs war doppelt so groß. Es ist natürlich möglich, dass sich der Buchhalter... Ja, ich habe einen Auszug der verschiedenen Posten aus meinen Büchern angefertigt. Ja, hier! Hier! Mach ein Bild! Was machst du? Ja, ein Bild von Ihnen. Hier, ja. Na, Trofaldino, bitte, komm sofort hierher. Ja, ich komme sofort. Können Sie mal hier weitermachen, Augenblick. Öffne den Koffer und... Ja, was ist denn das für ein Koffer? Welcher Koffer? Dieser da. Der Grüne da. Ja, der Ach, der Grüne, der gehört... Ja, der gehört hier. Hier, diesem jungen Mann, der hat sich... Ihm was? Ja, ihm gehört er. Gib mir mein Notizbuch aus dem Koffer. Der Himmel sei mir gnädig. Es ist natürlich möglich, dass es sich ausnahmsweise um einen Fehler handelt. Wir werden es prüfen. Ist es das hier? Selbstverständlich. Aha. Nein, das ist es nicht. Wem gehört dieses Buch? Natürlich wieder falsch. Aber das sind doch zwei Briefe, die ich an Florindo geschrieben habe. Ja. Oh. Ja. Diese Notizen, diese Rechnungen sind von ihm. Ja, ich weiß wirklich nicht. Sag mir die Wahrheit. Verzeihen Sie, mein Herr, das Buch ist mein Eigentum. Was denn? Es ist dein Buch und du kennst es nicht. Ja, ich muss gestehen, dass ich es noch nicht sehr lange habe. So genau kenne ich es nun auch wieder nicht. Woher hast du dieses Buch? Geerbt. Geerbt? Ich diente hier in Venedig einem Herrn, der jetzt tot ist. Von dem habe ich das Buch geerbt, ja. Hieß dein Herr vielleicht Florindo? Ja, Florindo. Mhm. Florindo Aret. Florindo Aretusi, ja. Und er ist wirklich tot. Mausetot. Aber woran ist er gestorben?
Er fiel kopfüber in den Kanal. Es plumpste, dann stiegen noch ein paar Blasen auf und weg war er. Florindo ist tot! Mein Geliebter ist tot! Was soll mein Leben, wenn er tot ist, für den allein ich lebe? Ich setz mich den größten Gefahren aus! Ich lege Männerkleider an! Wage! Diese mein Leben und Florindo ist tot. Florindo, ich folge dir. Ufaldino, Herr Pantalone, unser Herr Rasponi ist ein Weib. Ein Weib? Ich bin erschüttert. Ich bin verdattert. Das muss ich meinem Sohn, das ist hier meine Tochter, erzählen. Gesagt, dass ich tot bin? Mein Diener. Wer hat dir denn gesagt, dass ich tot bin? Mein Diener. Die beiden haben alles durcheinander gebracht. Die Schurken haben uns belogen! Und bringt sie beide hierher! Warum haben wir uns nicht früher getroffen? Das Schicksal wollte es noch ein wenig quälen. Ist dein Bruder Federico wirklich tot? Er starb auf der Stelle, zweifelst du daran? Wie kann ich nach Turin zurück, wenn man mich des Mordes an deinem Bruder bezichtigt? Die Gelder, die ich von Herrn Pantalone zu bekommen habe, können dich von jedem Verdacht befreien. Du bist klüger als ich. Da kommt mein Diener! Wo ist er? Einen haben wir gefunden. Und wenn wir den anderen finden, dann schickt man her. Leise! Ihr erlaubt, ich muss euch etwas unter drei Augen sagen. Ihr werdet sofort alles erfahren, mein Herr. Bitte sehr, bitte sehr. Bitte sehr, mein Herr, den Platz. Ja, bitte sehr.
Ihr müsst wissen, mein Herr, dass ich an all dem keine Schuld trage. Ja. Pasquale hat das alles angerichtet. Der Diener dieser Dame dort. Er hat alles durcheinander gebracht. Und ich, der ich ein so gutes Herz habe, dass ich mich für meine Freunde zerreißen lasse, ich habe all diese schönen Geschichten erfunden, um ihn nicht zu verraten. Ich sollte dich und Pasquale also richtig durchprügeln. Um Gottes Willen, verratet Pasquale nicht. Sagt lieber, dass ich an allem schuld bin. Prügelt lieber mich, bevor ihr Pasquale ruiniert. Warum nimmst du diesen Pasquale so in Schutz? Ich liebe Pasquale wie mich selbst. Gut, was? Wie lange soll denn die Unterredung noch dauern? Ja, ja, sofort, mein Herr, ich komme sofort. Und jetzt werde ich zu der Signora gehen und ihr sagen, dass ich an allem schuld bin. Soll sie böse auf mich werden und mich bestrafen, wenn nur Pasquale nichts geschieht. Ein anständiger Charakter. Ja, kann man sagen, ja. So, mein Herr, jetzt komme ich zu euch. Ja, was hattest du denn so lange mit Signor Florindo zu besprechen? Ja, ihr müsst wissen, mein Herr, dass dieser Herr einen Diener hat, der Pasquale heißt. Ein großer Dummkopf, ja. Er hat alles durcheinander gebracht und weil er Angst hatte, von seinem Herrn fortgejagt zu werden, habe ich die Geschichte vom Ertrinken und ja, so weiter erfunden. Aber jetzt habe ich Herrn Florindo gesagt, dass ich an allem schuld bin. Ja. Ja, warum nimmst du denn die ganze Schuld auf dich? Aus Liebe zu Pasquale. Nein. Ja. Oh nein. Nein. Oh nein. Also ich muss schon sagen, ja, euer Diener Pasquale. Oh! Ah! Ja, 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 ja. So ist was? Die Liebe. Florinde, was habe ich deinetwegen alles erdulden müssen? Wann wirst du endlich diese Männerkleider wieder ausziehen? Warum gefalle ich dir so nicht? Ich kann es nicht erwarten, dich in Rock und Mieder wiederzusehen. Deine Schönheit, deine Reize brauchen sich nicht mehr zu verstecken. Ich muss jetzt fort zu Herrn Pantalone die Gelder eintreiben. Kommst du mit? Ich würde gern, aber ich muss leider hier auf einen Bankier warten. Ich komme danach. Also bis dann. Oh, oh! Pantalone! Wo wohnt denn Pantalone? Ich weiß es, mein Herr, ich weiß es. Ich führe euch hin. Mein Herr, mein Herr, ich muss euch etwas sagen. Was ist denn? Es ist nämlich so, ich bin auch verliebt. Du bist verliebt? Ja, und mein Mädchen ist Dienerin im Hause des Herrn Pantalone. Und da möchte ich gern, dass euer Gnaden da ein bisschen... Was kann ich denn dabei tun? Ich sage ja nicht, dass ihr dabei etwas tun sollt. Aber ihr könntet ein paar gute Worte bei Herrn Pantalone für mich einlegen. Kannst du überhaupt eine Frau ernähren? Das lasst meine Sorge sein. Außerdem habe ich ja noch den Pasquale. Also gut, ich werde mit Pantalone sprechen. Mhm. Vielen Dank, mein Herr. Ist aber genug. Sei nicht so eigensinnig. Du siehst doch, dass Herr Silvio dich um Verzeihung bittet. Nur die Angst, euch zu verlieren, hat mich so in Raserei gebracht. Meine liebe Schwiegertochter, habt Mitleid mit diesem Ärmsten. Er hatte ja bald den Verstand verloren. Ja. Was wollt ihr machen, Herrin? Die Männer behandeln uns doch alle mehr oder weniger grausam. Sie verlangen unerschütterlichste Treue und beim kleinsten Verdacht schreien sie uns an, misshandeln uns und möchten uns lieber tot sehen. Einen müsst ihr ja sowieso heiraten. Es ist wie mit dem Kranken und der Medizin. Muss er sie nehmen, ist es am besten, er nimmt sie gleich. Hast du es gehört? Unser Smeraldinchen nennt die Ehe eine Medizin. Tu also nicht so, als wäre sie Gift. Gift nach Medizin, die Ehe ist. Sirup, nein. Honig. Kandis, Zucker. Zucker. Zuckerstange.
Ja. Nein! Nein! Ach, Clarice, ist es denn möglich, dass kein Laut von deinen Lippen kommt? Um der Barmherzigkeit willen, straf mich doch Worte, nicht durch dein Schweigen. Ich knie vor dir. Sprich doch! Ach, sie hat geseufzt, das ist immer gut. Stoß nach, stoß nach. Wenn du für meine Grausamkeit mein Blut verlangst, ich gebe es mit Freuden hin, aber ist es nicht besser, du nimmst statt des Blutes die Tränen, die aus meinen Augen quellen? Also, los geht es auf. So, und nun reicht euch noch einmal die Hand. Weint nicht mehr, freut euch lieber und schließt Frieden. Clarice, ich bitte dich. Und Mensch? Meine Seele. Undankbarer. Mein Leben. Ach. Es geht. Ich hab euch doch längst verziehen. Es geht vortrefflich. Es hat geklappt. Geschafft, die Kranke ist soweit. Nun gebt ihr doch die Medizin. Mit eurer gütigen Erlaubnis, mein Vater! Federico! Beatrice Rasponi ist da, Aufwartung machen. Sie soll nur kommen, wir warten schon. Meine Herrschaften, ich bitte um Verzeihung für alle Verwirrungen, die ich angestiftet habe. Nicht doch. Meine Freundin. Hey, nicht doch, nicht doch. Was denn? Nicht mal mit einer Frau? Ich kann mich nicht an ihre Kleider gewöhnen. Meine Ehrerbietung. Ist der Florindo schon da? Er ist da und möchte rein. Wäre das also der bewusste Freund? Ja, es ist mein Verlobter. Warum nicht? Hol ihn herein. Sofort, mein Herr. Herrin, ich möchte euch um etwas bitten. Ich bin auch ein armes Mädchen, das versorgt sein möchte. Und der Diener von Signora Beatrice will mich haben. Wenn ihr mit seiner Herrin sprechen würdet, damit sie erlaubt, dass er mich nimmt, würdet ihr mich auch glücklich machen. Was flüstert ihr denn da? Gar nichts. Darf ich's denn wissen? So eine Neugier! Buonasera. Ergebenster Diener. Die Herrschaften. Ja. Ihr seid der Hausherr. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Glück und Segen zu eurer Heirat. Bei welcher ich Sie bitten möchte, Vaterstelle zu übernehmen. Also gut. Was geschehen muss, soll gleich geschehen. Los. Reicht euch die Hand. Also ich bin bereit, Beatrice. Die lassen sich nicht lange bitten. Glaubt ihr jetzt, dass ich eine Frau bin? Natura non facit saltus. Rechte. Das Beste fehlt noch. Was fehlt denn noch? Ach ja, ja, natürlich. Herr Pantalone, darf ich Sie gleich um einen Gefallen bitten? Bitte nur gleich. Mein Diener möchte eure Dienerin heiraten. Seht ihr irgendwelche Schwierigkeiten? Doch, mir soll es recht sein. Gut, vielen Dank. Herr Florindo, ihr seid mir soeben zuvor
vorgekommen. Ich wollte nämlich soeben die Heirat zwischen meiner Dienerin und dem Diener von Signora Beatrice unterstützen. Aber jetzt, da ihr mir zuvorgekommen seid, erübrigt sich mein Vorschlag selbstverständlich. Aber nein, wenn das so ist, ziehe ich meine bitte selbstverständlich zurück, Herr Pantalone. Wie würde ich zulassen, dass mein Vorschlag zu Ihrem vorgezogen würde? Das ist überhaupt nicht in Frage. Nein, wir haben ihn auch ein bisschen benehmen. Ja, großartig, Sie machen Komplimente und ich kriege keine Frau. Am Ende bekomme ich keinen von beiden. Herr Pantalone, ich kann überhaupt nicht. Nun, los, das arme Kind wieder heiraten. Geben wir ihm nun den einen? Oder den anderen! Zoom, Kuikwe! Also meinen soll sie auf gar keinen Fall bekommen! Also meinerseits ist es eben so! Also ich möchte Proletarische nicht so nahe treten! Also es ist auch keine Herrschaften! Erlaubt, dass ich die Sache selber in die Hand nehme. Herr Florindo hat für seinen Diener um Smeraldina angehalten. Hast du es nicht gehört? Ja. Signora Clarice hat Smeraldina, dem Diener, von Signora Beatrice versprochen. Ja. Dann ist doch alles klar. Smeraldina, gib mir deine Hand. Warum soll sie denn dir die Hand geben? Weil ich der Diener von Signor Florindo und Signora Beatrice bin. Was? Du warst der Diener.